Hallo, heute mache ich eine Sonderepisode Quatschjura am Wochenende. Hintergrund ist, dass einige verrückte Twitter-User in letzter Zeit auf die Idee gekommen sind, mir zu folgen. Von letzten Sonntag 3000 sind wir jetzt fast bei 7000 und davon kommen allein 3000 fast auf diesen einzigen Tag zurück. Und die Begründung sei, guter Content führt zu Followern. Jetzt probieren wir das einfach mal aus, was passiert, wenn man noch mehr Content produziert. Heute geht es um eine Behauptung des geschätzten Kollegen Ludwig, der in diesen Tagen sagte, die Pandemie sei vorbei durch das neue Infektionsschutzgesetz. Und zwar, spannend, weil der 28a voraussetzt, dass eine Infektion vorliege, könne man danach nie wieder mehr eine Maßnahme verhängen. Denn Infektionen könne man nur dann nachweisen, wenn es ein Reaktions- und reproduzierbares Agens gebe, was man entnehmen und nachweisen könne. Der Bundespräsident hat das Gesetz unterzeichnet und damit ist de jure die Pandemie vorbei. Ab morgen müssen die Gesundheitsämter zwingend nachweisen, dass es nicht nur Testpositive gibt, sondern dass diejenigen, die einen positiven PCR-Test haben, auch ein sogenanntes anzuchtfähiges Agens haben. Das heißt also, dass das, was dort gefunden wurde, auch anzuchtfähig ist und damit infektiös. Ist es das nämlich nicht, gibt es keine Infektion. Und wenn es keine Infektion gibt, darf es auch keine Maßnahmen geben. Und das ist ab morgen erforderlich, weil es jetzt so im Gesetz steht. Und jeder Mitarbeiter im Gesundheitsamt kann sich darauf freuen. Er macht sich nämlich strafbar, wenn er das jetzt nicht so tut ab morgen. Wie so oft bei Quatschjura und bei den Behauptungen von Querdenken ist es so, dass einige Behauptungen durchaus nachvollziehbar sind, aber die weitere Argumentationskette so weit abdriftet, dass am Schluss kompletter Bullshit zwar rauskommt, die Leute aber nicht merken, wann und wo das passiert ist. Deswegen schauen wir uns das genauer an. Denn Rechtsanwalt Ludwig sagte, dass von nun an sich jeder Mitarbeiter des Gesundheitsamtes strafbar machen würde, wenn er noch eine Maßnahme verhängen würde, weil ein solches reproduzierbares Agens nicht nachweisbar sei, schon gar nicht durch PCR-Tests. Zunächst einmal ist es richtig. Und so funktioniert auch Hypnose. Man sagt erstmal das, was richtig und unbestritten ist. Richtig ist, dass Maßnahmen eine Infektion voraussetzen. Und Infektionen sind legal definiert. In § 2 des Infektionsschutzgesetzes, da heißt es im Sinne dieses Gesetzes, ist Infektion die Aufnahme eines Krankheitserregers und seine nachfolgende Entwicklung oder Vermehrung im menschlichen Körper, im menschlichen Organismus, heißt es. War doch eigentlich das, was Kollege Ludwig gesagt hatte, oder? Nein, war es nicht. Rechtsanwalt Ludwig stellt darauf ab, dass eine Entnahme und eine Anzucht stattfinden müsse, und zwar außerhalb des Körpers, wohingegen die Definition der Infektion sagt, dass eine Vermehrung im Organismus stattfinden muss. Und das ist ein erheblicher Unterschied, weil sich nun mal nicht alle Zellen außerhalb des Körpers anzüchten lassen, abgesehen davon, dass es auch sehr viel aufwendiger ist. Was maßgeblich ist für eine Infektion, ist, dass das Virus in den Körper reinkommt und von dort aus sich weiter verbreitet. Und die PCR-Testung basiert natürlich nicht darauf, dass man eine Anzucht durchführt. Das ist eine andere Methode, die aber beim Coronavirus nicht verwendet wird, jedenfalls nicht bei diesen. Insofern ist diese Aussage totaler Unsinn, mal wieder Quatschjura, und es macht sich daher auch niemand strafbar. Und man müsste als Anwalt auch mal eine realistische Sicht darauf haben, was wirklich nachgewiesen werden kann. Denn vor Gericht gilt das Prinzip der freien Beweiswürdigung. Also ein Richter müsste sich überlegen, ist jetzt hier mit einem PCR-Test ein Nachweis einer Infektion erfolgt? Und jetzt könnte man als Querdenker sagen, der PCR-Test entnimmt ja nicht vermehrungsfähiges Agens und reproduziert und züchtet es an, was ja nicht Sinn dieses Testes ist. Und deswegen sei der Beweis nicht gelungen. Es macht ja einen Unterschied, ob ich den Beweis innerhalb des Körpers oder außerhalb des Körpers führe. Der Richter würde sagen, na, von allem, was wir aus der Wissenschaft und Technik wissen, scheint es wohl eine gewisse Korrelation zwischen positivem Testergebnis und einem wirklich sichtbaren Ausbruch der Krankheit geben. Wo aber Querdenken durchaus einen Aspekt hat, an dem man ansetzen kann, ist die besondere Sensibilität und die hohe Empfindlichkeit der PCR-Test. Denn, und das ist auch unstreitig, bei CT-Werten von über 30 je nach Labor kann es durchaus sein, dass der zwar anschlägt, dass aber eigentlich keine Reproduktion im Körper mehr
oder noch nicht stattfindet, dass also in diesem Augenblick die Viruslast sehr gering ist. Und dort könnte man tatsächlich ansetzen und sich überlegen, ob man differenzierter die Testergebnisse interpretieren muss. Führt aber nicht dazu, dass die Pandemie vorbei ist, sondern allenfalls zu besseren Maßnahmen. Darüber könnten wir konstruktiv durchaus diskutieren, aber nicht indem wir sagen, jeder Mitarbeiter des Gesundheitsamts mache sich strafbar, denn das ist Quatschjura.